Welcome back, liebe Leute, euer Van Bergen ist am Mikrofon. Ich begrüße euch recht herzlich, Europa Universalis 4. Ihr seht hier den Banner von Mandat of Heaven. Darum geht's jetzt nicht, weil das ist der Patch, der jetzt am 6. April kommt. Mein Video befasst sich heute mit einem Glitch bzw. Cheat in Europa Universalis 4, der es einem ermöglicht, einen gescheateten bzw. geglitchten Spielstand in den Iron Man, also sprich in diesen Modus zu übertragen, in dem man auch Achievements sammeln kann. Ich war relativ schockiert, als ich das in YouTube gefunden habe. Bei großen YouTubern wie zum Beispiel dem Flory Worry habe ich das gesehen. Und wie ich schon sagte, ich war relativ schockiert, dass das überhaupt funktioniert. Da hätte ich mir ja so viel Spielstunden eigentlich sparen können. Ist etwas schade. Nimmt mir persönlich jetzt so ein bisschen den Wind aus den Segeln, was jetzt private Spielstände außerhalb von Let's Plays angeht, weil es ja relativ simpel auf einmal alles wird. Also sprich die Achievements, ne, die man so sammeln kann. Wir gehen mal ganz kurz rein, das heißt ganz kurz, ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt. Ich denke mal, der größte Teil von euch findet das sicherlich auch nicht prickelnd, gerade als EU4-Fans. Aber man sollte vielleicht auch darauf hinweisen, dass die Entwickler das nochmal überarbeiten. Aktueller Patch ist wichtig. Ihr seht hier 1.19.2.0. Ob das im nächsten Patch, der jetzt am 6. April kommt, so bleiben wird, weiß ich nicht. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ich zeige euch das Ganze jetzt. Ich habe jetzt hier schon ein paar Spielstände, wo ich ein bisschen rumprobiert habe, wie das denn machbar ist. Man muss ein paar Sachen beachten. Man darf es jetzt nicht übertreiben, na gut, man darf schon, aber man muss halt eben dann im Spielstart damit klarkommen. Ich werde es jetzt anhand eines Beispiels machen, und zwar anhand des Beispiels des Ottomanen. Ihr könnt das Ganze auf x-beliebige Nationen übertragen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Der Glitch, der Cheat, befasst sich damit, dass man sich zusätzlich Land gibt, das man zum normalen Spielstart nicht hat. Das kann man sowohl über Kolonien als auch über einen einfachen Befehl im Debug-Modus machen. Wir gehen einfach mal rein in den Einzelspieler-Modus. Ich gehe das Ganze jetzt Schritt für Schritt an und zeige euch ein paar Sachen, die man beachten muss. Wir wählen im normalen Startfenster, historischen Start, wählen wir jetzt einfach mal den Osmanen aus und drücken auf Start. Wichtig ist, dass man jetzt hier nicht auf Iron Man geht, sondern dass man erstmal in den normalen Modus reingeht. Das machen wir eben mal ganz gemütlich. So, es lädt ja immer ein bisschen, das wisst ihr ja. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal ausprobiert, auch mit Frankreich und mit Kastilien und so. Und ich war fasziniert, dass dieser Fehler doch relativ deutlich ist. So, aufgepasst. Ihr geht jetzt halt eben mit der Taste neben eure 1, links neben eure 1, dieser Pfeil nach oben, dieser Punkt, Editor-Taste. Je nachdem, mit dem geht ihr jetzt, kommt ihr in den Editor und könnt hier in die Befehlszeile, in Befehlszeile müsst ihr eingeben debug-mode. Jetzt ist debug-mode enabled, und wenn ihr jetzt über die Provinzen geht, kriegt ihr auch noch zusätzliche Angaben, die es normalerweise nicht gibt. Zum Beispiel die Provinzzahl und der zugehörige Besitzer. In diesem Fall ist es Silistrie, das ist die Provinz 159, und der Besitzer ist die Nummer 40, in demnach die Türken bzw. der Osmane. Nun müsst ihr Folgendes machen. Bei dem Osmanen ist es natürlich relativ einfach, oder es ist relativ interessant, weil er hat viele Kernprovinzen schon von Anfang an hat. Also ihr kennt ja sicherlich den Start mit dem Osmanen. Man erobert ja, nachdem man vielleicht Byzanz geholt hat oder Konstantinopel, erobert man ja diese einzelnen Provinzen hier, Karaman und sowas. Das sind alles schon Core-Provinzen vom Osmanen, die er nicht mehr coren muss. Wir machen jetzt mal ein kurzes Beispiel. Ich möchte euch nicht zu lange aufhalten, sondern eigentlich in das System reinkommen. Wir gehen jetzt mal in diese Provinz, und jetzt gebt ihr auf der linken Seite, nachdem ihr Debug-Mode enabled gemacht habt, gebt ihr ein Own, das heißt besitzen, ne? Und dann gebt ihr die Zahl ein der Provinz, 325. So, jetzt das nächste machen wir hier für 328. Ihr seht, ich gehe jetzt da mal relativ zügig durch. Own, das ist die 2301, wenn ich richtig getippt habe, ja. So, und ihr seht, ich teile mir jetzt diese Provinzen zu. 323. Ich mache es jetzt noch ein bisschen weiter, um euch Möglichkeiten zu zeigen, wie man das auf die Spitze treiben kann. Own 2302. Own 327. Diese Provinzen hier, die gebe ich mir alle jetzt einfach mal, die trage ich mir ein. Und jetzt mache ich noch etwas, was ich euch zeigen möchte,
was sehr interessant ist, wie man diesen Spielstand halt noch um ein weiteres ergänzen kann. Ich gebe mir jetzt diese Provinzen, ihr wisst ja, zum Spielstand gehören einem nicht nur den Osmanen, sondern, also die gehören einem nicht, sondern die müsste man ja rein theoretisch auch koren. Und darauf sollte man achten, wenn man diesen Glitch benutzt, dass man sich nicht zu viele Provinzen gibt, die eine Überdehnung erzeugen. Kennt ihr ja sicherlich. Man darf ja maximal, oder man sollte maximal 99% Überdehnung erreichen im Spiel. Ansonsten hat man natürlich spielmechanisch Probleme. Ich habe mir jetzt diese paar Provinzen noch gegeben, die man ja im späteren Verlauf erobert. Das gleiche gilt, hier oben kann man sich, ich mache es jetzt einfach mal als Beispiel, hier oben kann man sich auch noch Provinzen geben. Own, das ist Lika, das ist die 1826. Nur mal so als Beispiel jetzt. Und dann machen wir die hier, 136. So, ihr seht, jetzt bin ich schon, jetzt komme ich schon in den Bereich der Überdehnung. So viele Provinzen dürfte ich eigentlich gar nicht besitzen. Ja, so besitzen sowieso nicht. So viel würde man sich aber auch nicht in einem einzigen Krieg im frühen Spielzeitpunkt erobern, ne? Weil das zu viele sind. Die albanische Provinz, die gehört uns, ja. Und das könnt ihr jetzt mit x-beliebigen Provinzen machen. Ihr müsst nur auf ein, zwei Sachen achten, das zeige ich euch jetzt. So, wir haben das Ganze jetzt gemacht. Ich habe mir jetzt mal einen Haufen Provinzen zugeteilt. Das Ganze kann ich noch ausweiten hier oben beim Polen von mir aus und dergleichen. Hier habe ich ja auch noch Kernprovinzen, ne? Als Osmane. Gut. Jetzt drücken wir, jetzt haben wir das gemacht, jetzt haben wir hier Provinzen zugeteilt. Jetzt drücken wir Spiel speichern. Ihr seht, hier habe ich mal einen Test laufen. Und das nennen wir jetzt einfach mal Glitch 1. Ich speichere jetzt den Spielstand ab, das ist wichtig, das müsst ihr machen. Ne? So, habt ihr das abgespeichert, drückt ihr auf Escape und macht Partie beenden und startet das Spiel neu. So, und jetzt müssen wir, das Einzige, was ihr natürlich haben müsst, ist der Patch oder der DLC. Das ist... Oh, das habe ich jetzt ganz vergessen, wie er heißt. Ich glaube, das ist, ich gucke gleich mal in meiner Patch-Übersicht, welcher DLC das ist. Moment. Diesen müsst ihr haben, dass ihr nämlich individuelle Nationen hinzufügen könnt. Ne? Die benutzerdefinierten Nationen braucht ihr. Das müsste das hier sein. Eldorado. Das müsste Eldorado sein. Conquer of Paradise war es nicht. Nee, nee, das ist Eldorado. Da könnt ihr... Diesen DLC müsst ihr natürlich haben, sonst geht das nicht, dass ihr benutzerdefinierte Nationen hinzufügen könnt. So, jetzt ist es wichtig, aufgepasst. Ihr geht auf Spielstände und dann drückt ihr auf Glitch 1. Das ist der Spielstand, den wir eben erstellt haben. Dann müsst ihr auf Optionen gehen, benutzerdefiniert. Ihr müsst darauf achten, dass Hinzufügen zu Spielständen gestattet hier auf Ja ist. Normalerweise ist hier Nein. Jetzt ist hier Ja. Das müsst ihr akzeptieren. Und ihr seht, das ist den Spielstand, den wir eben erstellt haben. Ne? Mit den ganzen Provinzen, die wir uns zugeteilt haben. Jetzt machen wir benutzerdefinierte Nation. Jetzt suchen wir uns, das ist wichtig, wenn ihr jetzt eine Nation erstellen möchtet, eine geglitschte Nation. Ihr solltet jetzt, wenn ihr eine Nation hier hinzufügt, nicht zu weit weg diese Nation erstellen von den Ländern, die ihr erobert habt oder die ihr jetzt euch eingetragen habt. Erobert haben wir die ja nicht, sondern wir haben sie uns ja zugeteilt. Es wär, also in diesem Sinne macht es jetzt Sinn, dass wir zum Beispiel nach Salento gehen mit unserer Nation. Wir klicken hier auf Salento, weil dieser ganze Bereich ist hier im Einzugsgebiet. Wenn ihr das jetzt hier hinten machen würdet, als Beispiel in Norwegen, die benutzerdefinierte Nation, dann würdet ihr natürlich von der Reichweite her nicht diese Nationen oder diese Länder, diese Provinzen nehmen können. So, wir haben das jetzt in Salento gemacht und wir wissen ja, welche Nationen wir uns zugeteilt haben. Das ist Lika, das ist Dalmatien, Ragusa, Kotor. Ischkodra haben wir uns zugeteilt, dann haben wir uns die ganzen Kernprovinzen des Osmanen zugeteilt. Das sind diese, 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 diese und das. So, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, sind das diese Provinzen, die wir uns eben gegeben haben. Das Ganze müssen wir jetzt auf Fertig klicken. Das ist jetzt fertig, diese Nation heißt Salento. Jetzt müsst ihr einen x-beliebigen Spielstand nehmen, den ihr hier angelegt habt. Ihr seht, ich habe eine ganze Menge. Hier ist zum Beispiel Super Otto 3, da kann man das zum Beispiel mal machen. So. Super Otto 3. Jetzt kommt die Ansage, durch Änderung des Startdatums wird die von euch entworfene, benutzerdefinierte Nation gelöscht. Wirklich fortfahren. Jetzt sagen wir abbrechen. Jetzt klickt ihr wieder auf benutzerdefinierte Nation. Und jetzt kommt eine Abgabe, dass hier schon eine Nation besteht. Wir wollen eine hinzufügen. Und jetzt müsst ihr mit der gehalteten Shift-Taste, die Shift-Taste ist direkt die Taste über der Steuerung, nicht Tabulator, ne, nicht Umschalt, sondern mit gehaltener Shift-Taste, müsst ihr auf die Provinz klicken, die ihr zum Startpunkt eurer benutzerdefinierten Nation ausgewählt habt. Das ist bei uns ja Salento gewesen. Jetzt klicke ich mit Shift hier drauf, mit Linksklick. Und ihr seht, die ganzen Provinzen werden dem Osmanen wieder zugeteilt.
Jetzt drücke ich auf Löschen. Diese, die ich eben gegründet habe, die wird gelöscht. Ich klicke auf den Osmanen. Klick auf Start. Klick auf Iron Man. Und klick auf Start. Das Ganze nenne ich jetzt Glitch 2 als Iron Man Spielstand. Und leg los. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Wenn nicht, einfach Video zurückschrauben. Das Wichtige, was man jetzt hier natürlich beachten muss, dass man nicht zu viel Überdehnung sich gibt. Das kann man aber ganz einfach zum Beispiel auf die Spitze treiben. Man muss halt eins beachten. Ihr dürft euch maximal 200 Provinzpunkte geben. Bei benutzerdefinierten Nationen kann man ja Nationen erstellen mit bis zu 200 Punkten. Das sind ja diese integrierten Punkte. Und jede Provinz hat einen gewissen Wert. In diesem Fall, das, was wir uns jetzt hier gegeben haben, diese Provinzen mit dem Osmanen, das sind keine 200 Punkte. Bei weitem nicht. Das geht noch viel mehr. Da geht noch viel mehr. Hab schon probiert. Da kann man sich noch viel, viel mehr geben. Problem ist, was wir jetzt haben zum Spielbeginn, wir haben eine Überdehnung. Das ist zwar jetzt nicht viel, aber es ist halt Überdehnung. Ihr könnt jetzt aber Provinzen, wenn ihr euch Provinzen gebt, in denen es noch eine zweite Nation gibt, könnt ihr diese Nation als Vasallen entlassen. Zum Beispiel in Ragusa geht das nicht, weil Ragusa ist zu Spielbeginn eine vorhandene Nation. Ne? Wisst ihr ja, wenn ihr das Spiel startet, ist Ragusa ja vorhanden. Jetzt haben wir es ja gelöscht, sozusagen. Wir haben auch Albanien hier gelöscht. Albanien hat aber noch seinen Kern hier drüben. Da gibt es auch nochmal einen Kern, den er hat. Alle Nationen, die es zu Spielbeginn nicht gibt, behalten trotzdem ihre Kerne. Wenn ihr Nationen komplett einnimmt, verschwinden die. Das gleiche gilt hier für Karaman. Oder hier, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen, Dulkadi oder so, ist ja auch noch hier hinten. Diese Nationen verschwinden, aber Nationen, die grundsätzlich im Background noch einen Kern haben, bleiben, wie zum Beispiel hier in Edirne, Bulgarien ist hier, glaube ich, irgendwo. Hier, da ist Bulgarien. So, das Schöne ist, ihr könnt jetzt Nationen als Vasallen entlassen. Zum Beispiel kann ich jetzt, um die Überdehnung zu überbrücken oder herabzusetzen, kann ich jetzt einfach hier als Vasall Kroatien gründen, wenn ich mir zu viele Provinzen gegeben habe. Ihr seht schon, das kann man tierisch auf die Spitze treiben. Wir haben jetzt sowieso schon knapp 20 Jahre Spielstart überbrückt, indem wir uns einfach die Provinzen zugeteilt haben. Das gleiche können wir hier drüben mit Syrien machen. Und das Schöne, wenn man das hier hinten macht zum Beispiel, erhält man ja gleich Kriegsgründe auch gegen die Mamelucken. Gut, spieltechnisch, das müsst ihr euch natürlich dann selber zurechtschrauben, wie ihr das macht. Jetzt haben wir den Vasall Syrien, wir haben den Vasall Kroatien, um jetzt hier vielleicht die Chorkosten zu reduzieren. Wir müssen mal ganz kurz einen Tag weitermachen, so, damit das Spiel aktualisiert wird. Um jetzt die Chorkosten, die übrig gebliebenen 140 und 50 zu reduzieren. Wie gesagt, das sind jetzt nur zwei Provinzen. Man kann das hier wirklich auf die Spitze treiben. Ich habe es probiert mit ganz Syrien. Ich habe es probiert mit diesem ganzen Bereich hier, inklusive mit Persien schon, also Teile Persiens als Vasall. Funktioniert. Man kann Teile von Venedig nehmen. Funktioniert. Da kann man dann hier Aquilani zum Beispiel, diese Nation entlassen, um das hier ein bisschen von den Chorkosten zu Beginn des Spiels gering zu halten. Von der Überdehnung. Wie gesagt, wir können jetzt hier, das kennt ihr ja alles, Kroatien, Provinz hinzugeben, Ragusa. Das ist der aktuelle Glitch. Ich finde das natürlich katastrophal. Etwas schockierend, dass das so einfach ist. Die anderen Provinzen, die wir uns zugeteilt haben, sind halt momentan, müssen wir halt nicht kornen. Deswegen starten wir eigentlich sofort ohne diese ganzen Kriege mit einem überstarken Osmanischen Reich. Und wie gesagt, man kann das auch bei Frankreich zum Beispiel, kann man sich diese ganzen Provinzen hier geben. Maine, das sind alles Core-Provinzen. Plus vielleicht schon Teile Aragons, da kann man dann Katalonien freilassen. Oder man gibt sich Teile von Kastilien, kann hier Lyon als Nation freilassen. Das seht ihr hier. Da kann man es richtig auf die Spitze treiben. Man kann sich, habe ich ebenfalls probiert, mit Österreich kann man sich Konstantinopel geben plus diese ganzen Provinzen, entlässt dann einfach Bulgarien als Vasall und kann die zu einer Mark machen. Also, es ist zwar ein Glitch, aber er ist Cheating ohne Ende. Man kann somit im Ironman-Modus, das ist ganz wichtig, wir sind hier im Ironman-Modus. Wir können jetzt alle Achievements weiterführen. Ich habe zuletzt gerade probiert, zu spielen mit Norwegen. Wenn ich mir da jetzt den Spielstand zurechtschraube, gebe ich mir einfach Teile von Dänemark, entlasse vielleicht selber Holstein als Vasall
gebt mir 2, 3, 4 Provinzen, die hier zentral wichtig sind und bin somit übermäßig stark und kann jedes Achievement, die mittleren bis die sehr harten, bis sogar bis zu den insane Sachen. Ich würde vielleicht sagen, Free Mountains ist immer noch ein Problem, aber alle anderen, inklusive World Conquer mit so einem Osman, wenn man es auf die Spitze treibt, auch kein Problem. Ich habe daran kein Interesse. Ich finde das schade, deswegen wird es in Zukunft bei mir weniger wahrscheinlich Timelapse geben, bis das gefixt ist. Bis dahin dann lieber mehr Let's Play, wo ich weiß, ja, da spiele ich ganz normal ohne die Geschichte. Ist übel. Ist eine üble Sache. Ich feiere es nicht, aber ich wollte es euch unbedingt zeigen und dem einen oder anderen hilft es vielleicht, ein bisschen weiterzukommen. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns natürlich im Let's Play und natürlich in den weiteren Videos. Bis dann. Euer Verbergen. Die anderen Geschichten, wie das mit den Kolonien geht, das ist dann Colonize. Wenn es euch interessiert, kann ich da gerne noch ein Nachtragvideo machen, wie man sich einfach zu Spielbeginn schon eine vollwertige Kolonie gibt oder mehrere. Eine ganze Armada an Kolonien kann man sich geben. Dann sagt mir einfach Bescheid und dann mache ich da noch ein Video. Bis dann, ich wünsche euch was. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao, euer Bergi.